Moin Moin, ich bin's wieder, euer Hennas und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie bestelle ich Produkte, die eigentlich nur nach Japan lieferbar sind, also JP-Exclusive-Produkte. Es gab immer wieder welche und es wird auch immer wieder welche geben und wie ihr da genau rankommt, wie die nach Deutschland verschickt werden können, das erzähle ich euch heute. Let's go! Ja, wie bekommt ihr JP-exklusive Produkte auch nach Deutschland geschickt? Ja, es gibt immer wieder einige Produkte, zum Beispiel wenn ihr aus dem Pokémon Center Japan bestellt. Hier sind alle Produkte nur ausschließlich nach Japan lieferbar. Ja, also heißt, wenn ihr hier, ihr könnt euch zwar anmelden, aber ihr müsst eine Lieferadresse angeben, die in Japan liegt. Und da die meisten das, denke ich, nicht haben werden, so wie ich auch nicht, ist natürlich die Frage, wie bekommt man diese Artikel trotzdem. Aber nicht nur aus dem Pokémon Center gibt es natürlich Artikel, auch es gibt immer mal wieder Special-Kollektionen, wie hier die Mario und Luigi Collection, die jetzt kürzlich erst wieder für ein paar tausend Euro verkauft wurde und ursprünglich, ja, ich glaube, zwischen 100 und 200 Euro gekostet hat im Einkauf. Und ja, wäre total schade, wenn man solche Gelegenheiten auslassen müsste und man nicht an JP-Exclusive-Produkte rankommen kann. Aber zurück zur Frage, wie kann man jetzt Produkte auch nach Deutschland liefern lassen? Und da braucht ihr einen Proxy-Service. Ja, es handelt sich jetzt nicht um das Proxy, was ihr immer hört, von Fake-Karten oder ähnliches. Nein, hier geht es wirklich um einen Versanddienstleister, der ja, für euch den Zwischenhändler spielt, das Paket für euch bestellt, bei sich lagert und dann zu euch weiterschickt. Aber schauen wir mal kurz über den Ablauf drüber. Zenmarket war der Anbieter, bei dem ich bestellt habe. Und ich werde euch gleich zeigen, was ich bestellt habe. Aber ich kann euch schon mal vorwegnehmen, ich war echt super zufrieden mit dem Ablauf, mit der Transparenz, mit dem Preis. Also für mich hat hier insgesamt alles gepasst. Es ist keine Werbung, die ich hier für Zenmarket mache. Das ist lediglich mein Erfahrungsbericht, wie ich mit diesem Versanddienstleister zurechtgekommen bin. Das Erste, was ihr macht, ihr fügt den Artikel einfach zum Warenkorb hinzu. Zenmarket hat hier einen Warenkorb. Sie bieten auch schon einiges direkt auf der Homepage an. Wir sehen es hier. Es ist möglich, auf Auktionen mitzubieten über Rakuten, Amazon und auch andere Shops haben sie hier schon in der Liste. Für Shops, die sie nicht haben, ist es auch relativ einfach. Ihr geht auf die Homepage, auf den Artikel. Sagen wir wollen jetzt zum Beispiel hier, was auch immer das ist. Wir wollen hier dieses Evoli-Plüsch bestellen und was ihr dann macht, ist einfach die URL kopieren und diese dann im Einkaufskorb anlegen. Können wir gleich auch nochmal detaillierter zeigen. Jedenfalls legt ihr den Artikel dann zum Warenkorb, dann prüft Zenmarket die ganze Geschichte, ist es verfügbar, wie ist der Preis und gibt euch dann Rückmeldung, wie hoch denn der Preis ist. Dann zahlt ihr für den Artikel, ist auch relativ einfach, hier müsst ihr euch Guthaben auf euer Zenmarket-Konto buchen, das heißt entweder per PayPal oder Kreditkarte einfach einen Betrag aufladen zum aktuellen Umrechnungskurs, da ist meistens die Kreditkarte die bessere Option und dann kommen wir nochmal 3,5% Gebühren obendrauf. Ist aber soweit, finde ich, alles im Rahmen. Nachdem ihr den Artikel dann gezahlt habt, kauft Zenmarket diesen Artikel dann auch für euch. Das heißt, die gehen wirklich auf diese Homepage, kaufen den Artikel und der wird dann ganz normal innerhalb Japans verschickt. Sobald er dann im Lagerhaus eingetroffen ist, bekommt ihr dann nochmal eine Nachricht und könnt euren Versand auswählen. Es wird verschiedene Versand angeboten. Es gibt den ganz normalen Economy-Standard-Versand per Schiff oder Luft, der dann ja, 3-4 Wochen dauert und so um die 10 Euro kostet, je nachdem, wie groß natürlich euer Päckchen oder Paket ist, das ihr da habt. Also es berechnet sich natürlich wie immer auch mit Größe, Gewicht und dergleichen. Ich habe mich allerdings für den Express-Versand entschieden. Das dauert dann, wie es hat bei mir tatsächlich 5 Tage gedauert, bis es da war. Also es ging wirklich super schnell. Müsst euch aber allerdings bewusst sein, wenn ihr den Expressversand nehmt, egal ob es jetzt von FedEx oder DHL ist, da kommen nochmal Zollgebühren drauf.
Ja, und gerade seit dem 1.7. gibt es ja überhaupt keine Freibeträge mehr, was das Thema Zoll angeht. Das heißt, ihr zahlt ja ab 5 Euro, ja, weil alle Zollgebühren unter 1 Euro nicht mehr nicht geltend gemacht werden. Und genau, bei Economy habt ihr natürlich noch die Chance, da auch mal durch den Zoll durchzurutschen, wobei ich jetzt auch glaube, dass durch die neue Zollregelung ab dem 1.7. auch das immer unwahrscheinlicher wird. Wie gesagt, den Versand wählt ihr dann aus, bezahlt ihn nochmal in einem zweiten Schritt, auch da wieder selbes Prozedere, einfach auf das Zenmarket-Konto aufladen und schon kann es losgehen und dann ja, bekommt ihr das Paket geliefert. Was an Gebühren noch anfällt, also die 3,5% beim Aufladen des Guthabens, hatte ich schon erwähnt. Zenmarket verlangt 300 Yen, was ungefähr ja, 2,30 Euro derzeit entspricht, um ja, einfach tatsächlich dieses Gebot auszuführen. Allerdings bekommt ihr diese 300 Yen beim allerersten Kauf wieder gutgeschrieben. Das heißt, die fallen beim ersten Mal weg. Und dann, was ich noch gemacht habe, ich wollte mich auch noch überzeugen, dass das gekaufte Produkt auch wirklich in einem guten Zustand ist, was natürlich gerade bei Sealed-Produkten extrem wichtig ist. Und ja, auch das hat mich nochmal 500 Yen gekostet, sprich 3,80 Euro in etwa. Und ich habe, ich glaube, insgesamt 4 Bilder bekommen von meinem Produkt, das ich bestellt habe. Und konnte mich davon überzeugen, dass alles passt. Es gibt noch die Möglichkeit, eine besondere Verpackung dazu zu nehmen, dass es wirklich total sicher verpackt ist. Ich glaube, da sind wir auch nochmal bei 5 Euro und top, irgend sowas in der Art. Ich habe es nicht genutzt und Paket ist, wie gesagt, in wirklich super top Zustand bei mir angekommen. Genau, hier nochmal kurz ausprobiert, wie es tatsächlich funktioniert. Sprich, ihr nehmt den Link für unser Evoli-Plüsch, was, by the way, richtig, richtig süß ist, bis ihr die Augen zu hat. Ich glaube, das bekommt ihr allerdings auch bei uns, aber für Testzwecke ist es hier mal gut genug. Dann packen wir es hier rein, geben hier den Link an. Bekommen das Evoli-Plüsch auch direkt hier angezeigt, fügen es zum Warenkorb hinzu und dann kann der Prozess seinen Weg gehen. Also, wie gesagt, super, super easy. Versand nach Deutschland hat auch gut funktioniert. Und ja, nachdem ihr es bestellt habt und die ganzen Schritte wie beschrieben durchgegangen seid, könntet ihr bald Besitzer dieses tollen Evoli-Plüsch sein. Gut, aber nun zur Frage der Fragen, was habe ich mir denn eigentlich bestellt? Ja, vielen Dank an Zenmarket, dass ich jetzt Besitzer einer Evolution-Box bin. Und das nicht für die verrückten Preise, die derzeit überall gezahlt werden, sondern ich habe es tatsächlich noch für einen relativ erschwinglichen Preis bekommen, da es auf Amazon JP einen Händler gab, der das relativ günstig verkauft hatte. Es sind, wie gesagt, Zollgebühren angefallen, weil ich mich für den Expressversand entschieden hatte. Aber insgesamt, ich sag's euch, ein super, super cooles Produkt. Ich bin mega happy. Kann es euch, wie gesagt, nur empfehlen. Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, derzeit ist es ein bisschen schwieriger, an Produkte direkt aus dem Pokémon Center zu kommen, da vieles über Lotterien verkauft wird und Zenmarket leider nicht bei Lotterien für uns mitmacht. Das heißt, das ist ein Punkt, der wegfällt. Aber wenn der Hype wieder ein bisschen nachlässt, denke ich auch, dass das Vorgehen im Pokémon Center Japan etwas anders sein wird und nicht mehr ausschließlich über Lotterien stattfinden wird. Und dann wird es auch leichter, über Zenmarket wieder einzukaufen. Es gibt natürlich auch noch andere, da kann ich aber bisher noch nichts dazu sagen. Es gibt noch, glaube ich, White Rabbit ist noch so das bekannteste. Würde mich mal interessieren, ob ihr da schon Erfahrungen gemacht habt mit den anderen Shops, auch vielleicht in Bezug auf Lotterien. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch noch, da einen Weg zu finden, wie man da eine japanische Adresse hinterlegen kann. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann einfach wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao!